Willkommen zur 11. Sitzung von Was andere Sprachen anders machen. Heute geht es um Nebensätze, um Satzeinbettung und Satzverknüpfung. Um was geht es? Wir haben zum einen einfache Sätze oder Wurzelsätze, Root Clauses, die keine weiteren Sätze als Teile enthalten, und dann eben komplexe Sätze. Und da gibt es verschiedene Typen. Der erste Typ sind die Argumentsätze oder Komplementsätze. Das sind solche, die eine Argumentposition ausfüllen. Etwa in Peter verspricht, dass er morgen kommen wird, ein Das-Satz. Anna fragte, ob Peter morgen kommt. Das ist eine angebettete Frage. Peter verspricht, morgen zu kommen, ein Zu-Infinitiv. Peter sieht Hans kommen, ein bloßer Infinitiv. Wer zuletzt geht, macht das Licht aus. Hier ist der Relativsatz. Wer zuletzt geht, der steht an der Position des Subjekts, ein freier Relativsatz. Oder auch Nominalisierungen, das sind eigentlich keine Sätze, aber sie bedeuten etwas Satzwertiges, wie etwa Magellan unternahm die Umsegelung der Welt. Also die Umsegelung der Welt bezeichnet hier ein Ereignis. Dann gibt es Adverbialsätze oder adverbiale Adjunktsätze. Das sind also keine Komplemente, sondern Adjunkte. Sie adjungieren an verbale oder sentenziale Konstituente. Beispiel: Nachdem Peter gekommen war, nahm er das Abendessen zu sich. Dieser Nachdemsatz ist ein Adjunktsatz. Oder Peter ging nicht ins Bett, obwohl er müde war. Also hier ist der Obwohlsatz ein Adjunkt. Dann gibt es Relativsätze, das sind auch Adjunktsätze, die sich aber jetzt an nominale Konstituente angliedern. Etwa echte Relativsätze im Deutschen, wie der Papagei, der den Leuten nachpfiff. Aber auch Partizipialkonstruktionen wie ein den Leuten nachpfeifender Papagei. Ja, das eine steht nach, das andere davor. Und dann gibt es schließlich Koordinationen von formal gleichrangigen Sätzen, wie etwa Peter stand auf, aber Anna blieb sitzen. Also hier werden zwei Sätze durch aber miteinander verbunden und hier wird ein Gegensatz durch aber eben hergestellt. Komplexe Sätze sprachvergleichend sich anzuschauen, ist nun gar nicht so einfach. Das liegt zum einen daran, dass es viele verschiedene semantische und funktionale Typen gibt und auf der anderen Seite, dass es unterschiedliche grammatische Formen gibt, die man nur schwer wirklich über Sprachen hinweg vergleichen kann. Eine wichtige Dimension will ich gleich am Anfang erwähnen, in der sich Sprachen unterscheiden können. Das ist die Parataxe versus die Hypotaxe. Unter Parataxe versteht man die formale Nebenordnung, zum Beispiel wie in der Koordination bei unserem Beispielsatz. Peter stand auf, aber Anna blieb sitzen. Das sind zwei Sätze nebengeordnet. Ja. Bei der Hypotaxe ist ein Satz unter den anderen geordnet, also ein Teil davon gewissermaßen, wie in während Peter aufstand, blieb Anna sitzen. Hier ist der Währendsatz ein untergeordneter Satz, ein Adjunktsatz in dem Fall. Es gibt unterschiedliche dominante Strategien in den verschiedenen Sprachen. Einige Sprachen tendieren zur Hypotaxe, andere zur Parataxe. Das kann man sozusagen global sagen. Ich habe hier zwei Literaturangaben, wenn Sie sich näher beschäftigen wollen mit diesem spannenden Thema. Einmal Sonia Cristofaro zu Subordination und zum zweiten ein Sammelband von Timothy Chopin in der Serie Language Typology and Syntactic Description. Das ist vor allem der zweite Band zu Complex Sentences. Wir beginnen mit Komplementsätzen. Ich halte mich da an den Artikel von Michael Noonan. Noonan beobachtet, dass Sprachen unterschiedlich viele Komplementsatztypen besitzen. Er zeigt, dass das Irische nur zwei Komplementsatztypen besitzt, und zwar zum einen Sätze, die mit dem Komplementiter go markiert werden und ein finites Verb hier haben. Hier, er sagte, dass er kommen würde. Das would come hier ist ein finites Verb. Und dann verbal nomina, wie in diesem Satz hier. Es ist gut mit mir, also ich will, heißt das. Sie, und dann kommt hier ein Komplementierer und ein Verbalnomen sehen. Also ich will sie sehen. Im Englischen gibt es vier Typen. Es gibt That-Sätze, wie in That Bill Succeeded John is Significant.
Es gibt Infinitive wie for build to succeed John is significant. Die Vorphrase kann man hier weglassen. Es gibt Gerundsätze, also verbal Nomina wie in builds succeeding John is significant. Builds gibt hier das Subjekt an und Sie sehen, dass das im Genitiv hier steht, also wie bei anderen Nomina. Und Partizipialsätze wie Sue saw Bill succeeding John. Succeeding John ist hier ein Partizipialsatz. Succeeding hat hier eher adjektivischen Charakter. Im Lango einer nilotischen Sprache gibt es die folgenden vier Typen. Es gibt Indikative, wie in dem ersten Satz. Das Kind erinnerte sich, jetzt kommt hier ein Komplementierer und hier der Satz, ich schloss die Tür. Das Kind erinnerte sich, dass ich die Tür schloss. Dann gibt es parataktische Komplemente, also nebengeordnet. Das Kind erinnerte sich, ich schloss die Tür. Ja. Dann gibt es Infinitivsätze, wie das Kind erinnerte sich. Jetzt kommt hier ein Infinitivverb. Das sind hier also ein flektiertes Verb und das ist das Infinitivverb, die Tür zu schließen. Also das Kind erinnerte sich, dass es die Tür schließen sollte. Und dann gibt es Subjunktivsätze, also auch mit einem Komplementierer nie. Jetzt steht das Verb aber im Subjunktiv. Also das Kind wollte, dass ich die Tür schließe. Sie sehen also immer Bedeutungsunterschiede und auch korrelierende Formunterschiede. Es war eben von Komplementierern die Rede. Das sind die Ausdrücke, die anzeigen, dass ein Satz ein Komplementsatz, also untergeordnet ist. Der Komplementierer tritt also im Komplementsatz selbst auf. Im Deutschen ist das der Komplementierer das natürlich. Wir können aber auch Sätze einbetten ohne Komplementierer und das korreliert im Deutschen, wie wir wissen, mit der Verb-Zweitstruktur. Zum Beispiel in Maria glaubt, dass Hans kommen wird, wird als finites Verb am Satzende und Maria glaubt, Hans wird kommen, also wird in der Verb-Zweitposition. Auch das ist ein eingebetteter Satz. Die Möglichkeit, den Komplementierer fallen zu lassen, also nicht auszudrücken, korreliert im Deutschen mit der Natur des Verbs und ist zum Beispiel bei Negation ausgeschlossen. Bei faktiven Verben wie bedauern können wir den Komplementierer nicht weglassen. Also Maria bedauert, dass Hans kommen wird, ist okay, aber Maria bedauert, Hans wird kommen, ist nicht okay. Oder ich kann sagen, Maria glaubt nicht, dass Hans kommen wird, aber nicht Maria glaubt nicht, Hans wird kommen. Ja, es gibt hier eine ganze Reihe von interessanten Beschränkungen. Im Wesentlichen sagt man, dass ein Satz wie Maria glaubt, Hans wird kommen, eigentlich eine Assertion ist des Satzes Hans wird kommen und der Teil Maria glaubt ist lediglich eine Art von evidenzialer, reputativer Markierung. Im Englischen gibt es ebenfalls die Möglichkeit, den Komplementierter that wegzulassen, zum Beispiel in Mary knows that John will come und Mary knows John will come, ohne syntaktische Veränderung, wie im Deutschen natürlich. Wenn man sich die Grammatikalisierungsquellen für diese Komplementierter anschaut, da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Formen, also Pronomina, Konjunktionen, demonstrative Präpositionen, Kasusmarkierungen, Verben. Das deutsche das ist natürlich abgeleitet von dem Demonstrativ das. Wenn wir uns zwei andere Fälle ansehen, nur um mal die Variationsbreite da zu sehen, im Kanuri, einer nilo-saharanischen Sprache, sind es Kasusmarkierungen. Zum Beispiel in sein Vater gab ihm Geld. Das ist jetzt ein Wurzelsatz. Sieht man, dass es eine Dativmarkierung ro gibt und die tritt auch auf, um Komplementsätze anzuzeigen. Also für ich dachte, mein Freund würde kommen. Mein Freund,
kommen. Jetzt kommt hier die Dativmarkierung am Satz und dann ich denke. Und im Swahili haben wir eine Verwendung eines Verbstamms, der ursprünglich sagen bedeutet hat. Auch das kommt häufiger vor. Also für den Satz, ich freue mich, dass Ali angekommen ist, habe ich hier Nina Furaha Kwamba Ali Amefika. Ich freue mich hier. Dann kommt hier Kwamba, das ist eine Infinitivform des Verbstammes Amba. Und dann Ali Amefika, Ali ist angekommen. Das heißt, hier wird sagen, das Verb für sagen hat sich hier zum Komplementierer entwickelt. Betrachten wir jetzt die satzinterne Variation von Komplementsätzen. Wir haben da zum einen Indikativsätze, wie zum Beispiel im Deutschen, die Spülmaschine ist kaputt und Maria weiß, dass die Spülmaschine kaputt ist. Ja, also Indikativsätze mit Verbendstellung, aber eben Indikativ. Wir haben in manchen Sprachen Variationen von solchen Indikativsätzen, etwa im Wapo, einer Sprache in Kalifornien, für einen nicht eingebetteten Satz, wie etwa der Mann ist groß, haben wir eine Nominativmarkierung für Mann. Und diese Nominativmarkierung fehlt, wenn der Satz eingebettet ist. Also hier haben wir beim Mann keine Nominativmarkierung. Das heißt, das Kasussystem im eingebetteten Satz funktioniert etwas anders. Das haben wir auch schon gesehen im Chakaltak Maya, dass ergative Syntax und akkusative Syntax im eingebetteten Satz und im einbettenden Satz verschieden sind. Wir haben aber auch neben indikativen Subjunktiv Formen, zum Beispiel spezielle modale Formen im Deutschen, etwa Konjunktiv 1 oder 2. Sie bestand darauf, dass er noch ein paar Minuten bleibt. Das wäre Indikativ, aber auch, dass er noch ein paar Minuten bleibe. Das ist Konjunktiv 1, Reputativ. Oder dass er noch ein paar Minuten bliebe. Also eine Wunschform, sozusagen Konjunktiv 2. Im Rumänischen haben wir zusammen mit der Veränderung im eingebetteten Satz, also Indikativ versus Konjunktiv oder Subjunktiv auch unterschiedliche Komplementierer. Im Indikativfall haben wir Cha und im konjunktiven Fall Sha. Und im Dakie haben wir ähnlich verschiedene Komplementierer und verschiedene Formen im eingebetteten Satz. Ich weiß, dass ich singe oder dass ich sang, ist Nam Kimbele, Kenam Koliet. Ich weiß, Kimbele ist das Wort für Wissen, dann kommt der Komplementierer Ke und dann kommt der eingebettete Satz Nam Koliet, ich singe oder ich sang. Um zu sagen, ich kann singen, also ich weiß zu singen, kann man dasselbe Verb Kimbele verwenden, jetzt aber mit einem anderen Komplementierer Ka und auch das Verb im eingebetteten Satz ist jetzt als irreales markiert. Ja, Sie sehen hier also auch unterschiedliche Komplementierer und unterschiedliche Verbformen. Und im Lango, das haben wir schon gesehen, einer nilotischen Sprache, haben wir zum einen die Möglichkeit mit Komplementierer einen Satz auszudrücken, wie in das Kind erinnerte sich, dass die Frau Hirse siebte, mit dem Komplementierer nie hier, ja, und einem normalen Satz. Und wir können stattdessen den Komplementierer weglassen, haben dann eine parataktische Konstruktion, eine Art von Verb-Serialisierung mit der Bedeutung, das Kind erinnerte sich, die Hirse zu sieben. Komplementsätze sind oft reduziert, insofern als sie keine Tempus- oder Aspektmarkierung oder keine Kongruenz mit Subjekt oder Objekt aufweisen, dass sie also nicht finit sind. Das ist zum Beispiel im Englischen der Fall. For him to leave at this point would be a disaster. To leave ist infinitiv, kongruiert nicht mit dem Verb, hat keine Tempusmarkierung. Also der Komplementsatz ist reduziert im Vergleich zum Wurzelsatz. Allerdings
gibt es Sprachen, die Kongruenz- oder Tempusaspektmarkierung aufweisen, auch in infinitivischen Formen, etwa im Portugiesischen. Da gibt es kongruierende Infinitive wie in diesem Satz hier mit der Bedeutung: Ich bedauere, dass Sie die Dokumente verloren haben. Also ich bedauere, lamento, eles, Sie, das Objekt. Jetzt kommt der Infinitiv Terem, der flektiert ist nach dem Subjekt, also Sie, das ist hier mit der dritten Person Plural markiert. Und dann kommen hier das Partizip Perfekt Perdido os Documentos. Dann gibt es Sprachen, die Tempus, Aspekt oder Diathesen im Infinitiv markieren. Ein Beispiel ist das Altgriechische. Also in er sagte, dass er schrieb, Fesi grapsai, hier ist das eingebettete Prädikat hier als Aorist markiert, obwohl es im Infinitiv steht, dass er geschrieben hat, gegraphenai, so im Perfektiv, im Perfekt, Verzeihung, dass er gerade schreibt, also im Präsens, graphein, und dass er schreiben wird, grapsein. Das sind also vier Infinitive, die aber nach Tempus bzw. Aspekt markiert werden. Und schließlich will ich bei Nominalisierungen das Squamish, eine Seelsprache, hier anführen. Wie andere Seelsprachen werden hier Determinatoren, wie also det, verwendet, um eingebettete Sätze zu markieren. Also hier: Ich bin müde, dich zu schlagen. Ich bin körpermüde, das ist der einbettende Satzteil hier. Das ist also hier der Determinierer. Und dann kommt ein Satz, der sonst also Progressivmarkierung hat und Subjekts- und Objektskongruenz aufweist. Insgesamt ist das aber eine Nominalisierung. Das ist sozusagen ein extremer Fall eines nominalen Arguments, das aber intern Kongruenz und in dem Fall Aspektmarkierung aufweist. Welche Prädikate erlauben eigentlich Komplementsätze? Ich beziehe mich hier auf diesen Artikel von Dixon, der auch andere Aspekte von Komplementation betrachtet. Nach ihm gibt es zum einen die primärsatzeinbetteten Prädikate, die in sehr vielen Sprachen zur Satzeinbettung führen. Das sind Prädikate der Aufmerksamkeit, wie Sehen, Hören, also Sinneswahrnehmung und Erkennen. Dann Prädikate, die gedankliche Aktivitäten ausdrücken, wie Denken, an etwas denken, glauben, annehmen, erinnern. Dann Verben der Kommunikation, wie sagen, mitteilen, beschreiben, versprechen, befehlen und so weiter. Und schließlich Verben, die emotionale Einstellungen ausdrücken, wie etwas mögen, fürchten, genießen und so weiter. All diese Verben, wie auch die Beispiele im Deutschen hier, erlauben Satzeinbettungen. Dann gibt es sekundäre Prädikate, die oft auch ohne Satzeinbettung konstruiert werden, aber eben in vielen Sprachen auch Satzeinbettung erlauben. Das ist also Negation, deontische Modale, der Ausdruck des Beginns oder des Endens eines Vorgangs, des Versuchens, ich versuche zu kommen zum Beispiel, die drücken die haben auch eine eingebettete Präposition, aber werden eben häufiger anders ausgedrückt als durch voll eingebettete Sätze. Dann Prädikate des Wollens und Wünschens, also desiderative, Optativsätze und so weiter. Und Verben des Verursachens und Zulassens oder des Helfens. Das sind also die Prädikate, die manchmal eingebettete Sätze haben können, aber oft in Sprachen eben anders ausgedrückt werden. Und man kann sich auch fragen, jetzt, welche Prädikate erlauben Fragesätze? Das sind typischerweise die der Aufmerksamkeit, der Gedanken und der Kommunikation. Aber wichtig ist, dass
im Grunde nur solche Verben Fragen einbetten, die eine faktive Bedeutung haben, wie etwa Wissen versus Glauben. Ich kann sagen, Anna weiß, wer gekommen ist, aber nicht Anna glaubt, wer gekommen ist. Also ich kann sagen, Anna erkennt, wer gekommen ist, Anna weiß, wer gekommen ist, oder Anna hat gesagt, wer gekommen ist. Also Verben der Aufmerksamkeit, des Gedankens und der Kommunikation, falls diese faktiv sind. Ich will die Prädikate, die Gedanken oder Kommunikation darstellen, noch etwas aufgreifen. Da gibt es die wichtige Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Rede. Sie kennen diese Unterscheidung. In der direkten Rede haben wir eine Verschiebung von indexikalischen Ausdrücken von der jetzigen Situation, in der ich jetzt rede, zu der berichteten Situation. Also ich kann etwas sagen, Anna hat zu Bernd gesagt, ich werde deine Oma morgen besuchen. Und man kann es jetzt indirekt darstellen. Mit Anna hat zu Bernd gesagt, sie werde seine Großmutter am nächsten Tag besuchen. Das heißt, aus dem Ich wird sie, aus dem Deine wird seine, aus der Oma wird die Großmutter und aus morgen wird der nächste Tag. Es gibt Sprachen, die nur die direkte Rede erlauben, etwa das Piraha, eine Sprache in Brasilien. Ich habe hier ein Beispiel für dritte Person, also he sagte, Guy sei, das sei ist eine Art von komplementierter oder nominalisierte Form. Jetzt kommt der Satz hier, Shahopati, das ist sein Name, ti, das ist erste Person, she ist Hunger und dann hier haben mit einiger Verbmorphologie, auf die es jetzt nicht ankommt. Also das kann entweder heißen, Chaupais sagte, ich bin hungrig, also das Ich bezieht sich hier auf Chaupai, oder Chaupai sagte, dass der Sprecher, also der den Satz sagt, hungrig ist. Also die direkte und die indirekte Rede werden hier gleich dargestellt. Man findet Fälle, wo in der indirekten Rede nicht finite Verbformen verwendet werden, etwa zum einen mit finiten Verbformen im Deutschen. Anna behauptete, dass sie nicht kommen kann, aber auch nicht finite Verbformen wie Anna behauptete, nicht kommen zu können. Es gibt hier einen Unterschied in der Bedeutung des Pronomens, des Subjektpronomens sie hier. Im ersten Fall, Anna behauptete, dass sie nicht kommen kann, könnte sich sie auf Anna beziehen, aber auch natürlich auf eine andere weibliche Person. In der nicht finiten Form, in Anna behauptete, nicht kommen zu können, ist das ausgelassene Subjekt natürlich, das muss Anna sein. Ja. Wir haben sowas schon mal kennengelernt, als wir über logophorische Pronomina gesprochen haben. Und das ist jetzt eine Art und Weise, wie man sich auf den Träger von Einstellungen in Gedanken oder im Redebericht beziehen kann. In vielen Sprachen gibt es sogenannte logische Pronomina, etwa im Wan, einer Mande-Sprache. Ich habe hier den Satz, die Kinder sagten, dass sie den Maniok gegessen haben. Was jetzt wichtig ist, ist, dass das Wort für sie entweder mo sein kann oder a. Das mo ist ein logophorisches Pronomen der dritten Person Plural. Das heißt, hier bezieht man sich auf die Kinder selbst, von die also etwas gesagt haben über sich selbst. Und das a wäre ein Bezug auf eine andere Gruppe von Personen. Das heißt, hier wird das unterschieden. Es gibt in Sprachen auch das Phänomen, dass das Pronomen der ersten Person Singular, also ich, in solchen eingebetteten Sätzen sich auf eine andere Person, auf die Person, von deren Perspektive aus berichtet wird, sich bezieht. Das ist so ähnlich wie hier im Biraha, sich das Ti auf den Sprecher des ganzen Satzes beziehen kann oder auf den Sprecher, von dem berichtet wird,
dass er etwas gesagt hat. Schließen wir das Thema Komplementsätze ab mit einem Blick in den World Atlas of Linguistic Structure. Es gibt hier eine Darstellung des Komplementverhaltens von Verben, die wollen ausdrücken. Sie sehen hier, dass die meisten Sprachen, die hier untersucht worden sind, die sind die blau markierten hier, bei Wollen-Verben das Subjekt nicht ausdrücken. Das ist im Deutschen etwa der Fall. Also Peter will ein Glas Bier trinken. Ja. Es gibt Sprachen, die sind hier rot markiert, die das Subjekt ausdrücken müssen. Das ist etwa in den Balkansprachen der Fall. Also das ist dann so, Peter will, dass er ein Bier trinke mit dem Subjunktiv. Das haben wir auch im Rumänischen gesehen. Das ist aber klar seltener. Das sind die hier rot markiert. Nicht nur in Balkansprachen kommt das vor, sondern auch in Sprachen Westafrikas etwa oder Afrikas allgemein, im ozeanischen Bereich, aber auch in den Sprachen der Neuen Welt. Und dann gibt es relativ viele Sprachen auch, die gar keine eigentliche Satzeinbettung vornehmen. Wir haben das schon bei Dixon gesehen, sondern die eine desiderative Verbmorphologie haben, die also das Verb ein Bier trinken, Peter trinkt ein Bier, abwandeln können, sodass ausgedrückt wird, dass Peter den Wunsch hat, ein Bier zu trinken, und wir haben hier gar keine Satzeinbettung. Wir kommen nun zu Adverbialsätzen, das sind satzwertige Umstandsangaben. Es gibt hier eine ganze Reihe von semantisch unterschiedlichen Typen. Es gibt Umstandsangaben, wie etwa in "Als Anna Geburtstag hatte, lud sie alle Freunde ein". Temporalangaben, die Gleichzeitigkeit ausdrücken, während Anna sang, schaute sie aus dem Fenster, die Vorzeitigkeit ausdrücken, wie bevor Anna sang, las sie ein Buch, oder Nachzeitigkeit, nachdem Anna gesungen hatte, las sie ein Buch. Es gibt Lokalangaben, wie wir treffen uns, wo die Sonne, wo die Statue steht. Angaben der Art und Weise, also Männer, wie sie singt, wie sie es gelernt hat. Zweckangaben, sie singt, um ihn zu beeindrucken. Grundangaben, und zwar können die inhaltlich bezogen sein, wie sie singt, weil sie glücklich ist, oder auch bezogen auf den Sprechakt selbst, weil es dich interessiert, morgen gibt es ein Konzert. Es gibt Konditionalsätze, die eine Bedingung angeben, die können indikativisch sein, also eine mögliche Bedingung angeben. Wenn sie singt, hören alle zu. Oder konjunktivisch oder kontrafaktisch, also eine wahrscheinlich nicht realisierte Möglichkeit angeben, wie in "Wenn sie gesungen hätte, hätten alle zugehört". Es gibt Konzessivsätze, obwohl sie schön sang, hörte Peter nicht zu. Also der Obwohlsatz gibt einen Grund an, warum der Hauptsatz eigentlich nicht gelten sollte, er gilt aber trotzdem. Es gibt Substitutivsätze, anstatt zu singen, spielte sie Violine. Es gibt Additivsätze, wie im Englischen "besides missing the bus, I got my feet all wet". Und Absolutivsätze, wie im Englischen "having told a few bad jokes, Harvey proceeded to introduce the speaker". Also Sie sehen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Typen. Was kann man nun bei der großen Funktionsvielfalt von Adverbialsätzen über Adverbialsätze typologisch sagen? Welche Beobachtungen gibt es dazu? Ich will hier nur einige wenige anführen. Es gibt oft spezielle Verbformen, sogenannte Konverben, wie im Kalka-Mongolischen. Ich habe hier einen Satz: "When I went to town" oder "going to town, I bought a book". Der Adverbialsatz ist hier Town Dativ Go Konverb. Das ist hier diese Konverb-Markierung. Und dann kommt der Hauptsatz Buch kaufen oder Buch kaufte. Ja, das heißt, hier ist das Verb im adverbialen Nebensatz eigens markiert durch diese Konverbform, die unter anderem Gleichzeitigkeit ausdrücken kann. Oft fehlen Subordinatoren, wie hier im Otomi, einer Sprache in Mexiko. Wir haben hier für den Satz "Als mein Vater ankam, fragte er, ob die Tortillas warm gemacht wurden".
In der Sprache selbst keinen Subordinator. Das klingt so wie mein Vater kam an, er fragte und so weiter. Also Präteritum ankam jetzt, mein Vater fragte, dann kommt die angebetete Frage, sind oder wurden die Tortillas warm gemacht? Ja. Viele Sprachen haben Subordinatoren entlehnt, die sie vorher nicht hatten, wie zum Beispiel im Isthmus-Zapotekischen. Wir haben hier die Fragen, die Subordinatoren oder für wenn, dede für bis, cada für jedes Mal, ante für bevor, und so weiter, also aus dem Spanischen entlehnt. Man kann Beobachtungen anstellen über die Stellung von Subordinatoren und den Stellungsgesetzen, Regelmäßigkeiten der Grundwortstellung der Sprache allgemein. Das hat Holger Dissel hier gemacht. Zunächst mal ist es bemerkenswert, dass Subordinatoren nachgestellt werden können. Das haben wir vielleicht schon gesehen mit dem Konverb hier oben, aber hier aus dem Türkischen etwa. Nachdem der Direktor in die Ferien gegangen war, brannte das Büro nieder. Für den Nachdemsatz haben wir hier also Müdür Datile Çıktık, der Direktor in die Ferien gegangen. Das ist hier das Tık markiert das als einen faktiven Satz, der wahr ist. Dann kommt hier eine Kasusmarkierung dann und dann kommt hier der Subordinator Sondra. Also nach dem und dann kommt der Hauptsatz, officiandi. Ja, das heißt, hier ist der Subordinator nachgestellt. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie hängen die Stellung von Subordinator und Grundwortstellung zusammen, finden wir, dass wenn der Subordinator initial ist, ist der Adverbialsatz in der Regel nachgestellt, also Hauptsatz. Subordinator, Adverbialsatz. Und wenn der Subordinator final ist, dann finden wir oft, dass der Adverbialsatz vorangestellt ist, also Adverbialsatz, Subordinator und Hauptsatz. Das heißt, der Subordinator steht immer nahe zum Hauptsatz. Das scheint hier die Regel zu sein. Das erinnert uns an die Beobachtungen von John Hawkins über dieses Parsing Window, dieses Parsing Fenster. Welches auch andere Wortstellungsregularitäten erklären kann. Darüber hinaus gibt es eine Tendenz bei Konditionalsätzen, dass die nämlich immer voranstehen oder dass die nicht immer, dass die eine Tendenz haben zur Voranstellung quer über die Grundwortstellungstypen von Sprachen hinweg. Das liegt wohl daran, dass ein Konditionalsatz gewissermaßen eine Topic-Funktion hat und den Topic eines Satzes angibt. Insgesamt sehen wir hier auf dieser Wahlskarte von Matthew Dreyer eine Tendenz zur Initialstellung. Das sind die rot markierten Sprachen hier, also die Initialstellung von Subordinatoren bei Adverbialsätzen. Finale Subordinatoren kommen seltener vor, die sind hier blau markiert. Wir sehen sie im ostasiatischen Bereich zum Beispiel, auch in Indien. Suffixe, die also aus nachgestellten Subordinatoren entstehen, sind auch relativ häufig. Die sind hier hellblau markiert. Und es gibt auch relativ viele Sprachen, die manche Subordinatoren nachstellen und andere voranstellen. Man kann nun über die Adverbialsätze eine interessante Generalisierung machen. Das sind Forschungen von Sonia Cristofaro, auf die ich mich hier beziehe. Zum einen gibt es Fälle, in denen das Verb im Adverbialsatz dieselbe Form hat, wie sie auch im Hauptsatz auftritt, wie in obwohl sie schön sang, hörte er nicht zu. Das sang könnte auch im Hauptsatz auftreten. Oder wenn sie schön singt, hören ihr alle zu. Oder als sie sich verbeugte, haben alle geklatscht. Ja. Und dann gibt es die Non-Balanced-Formen, also wo man im Adverbialsatz eine andere Verbform hat. Cristofari nennt die deranged, etwa ein Infinitiv, ein Verbalnomen, ein Konverb, wie etwa im Deutschen, anstatt zu singen, spielte sie Violine oder um ihre Begeisterung auszudrücken, standen alle Konzertbesucher auf. Also singen oder auszudrücken, das sind keine möglichen Verbformen im Hauptsatz.
Es gibt dann eine sprachübergreifende Beobachtung, wenn man sich anschaut, welche Arten von Adverbialsätzen eine andere Verbform, also eine Direktverbform oder dieselbe Verbform wie im Hauptsatz ausdrücken, dann findet man, dass eine andere Verbform in Zwecksätzen oft verwendet wird, wie etwa um ihre Begeisterung auszudrücken, da haben wir das auch, dann weniger häufig in Temporalsätzen und am wenigsten häufig in Begründungssätzen oder Konditionalsätzen, die sich auf den Realitätsstatus beziehen eines Satzes. Es gibt hier Übergangspunkte zwischen Sprachen. Ich habe hier eine kleine Tabelle von Cristofaro angeführt. Wir haben hier fünf Sprachen: Grönländisch, Tagalog, Baskisch, Ägyptisch und Banda-Linda, eine Ubangi-Sprache in Zentralafrika. Und hier haben wir verschiedene Arten von Adverbialsätzen, Zwecksätze, Bevorsätze, Aftersätze, Wennsätze, also drei Arten von Temporalsätzen und dann Reason-Clauses. Und wir sehen hier, D steht für direkt und B steht für balanced. Also im Grönländischen sind alle diese Sätze direkt, haben also eine spezielle Verbform. Im Banda-Linda sind alle diese Sätze balanced, das heißt, haben die gleiche Verbform wie im Hauptsatz. Und Sie sehen hier diese Übergangslinie. Also D-B steht natürlich dafür, dass es sowohl Direktformen als auch Balanced-Formen gibt. Ja, Sie sehen hier, also es gibt hier eine Hierarchie des Übergangs. Das sind jetzt hier nur fünf Sprachen, das ist aber hier als Illustration gedacht. Das wird auch klar in diesen Walzkarten von Cristofaro. Hier, das sind Zwecksätze, da sind die meisten Fälle von Zwecksätzen direkt, die sind also rot angegeben versus blau. Grau, das sind die Sprachen, die beide Formen haben. Wir gehen jetzt zu Temporalsätzen. Hier gibt es also mehr Balanced-Formen, also die Zahl der blauen Punkte hat sich vermehrt. Und in Begründungssätzen gibt es noch etwas mehr Balanced-Formen, das heißt, es sind mehr blaue Punkte geworden und weniger rote. Im Vergleich dazu zu Komplementsätzen, also keine Adverbialsätze, Komplementsätze, da finden wir sehr viel mehr Balanced-Formen. Das heißt, die Verbform in Komplementsätzen ist sehr viel öfter dieselbe wie die, die wir auch im Hauptsatz vorfinden. Wir kommen nun zu der dritten Kategorie, den Relativsätzen. Das sind nominale Adjunktsätze, das heißt, sie dienen zur Modifikation von nominalen Ausdrücken. Beispiel: Peter las das Buch, das ihm Paula empfohlen hatte. Da wird die Bedeutung des Nomens Buch eingeschränkt durch die Eigenschaft, von Paula empfohlen worden zu sein. Man kann zwei Perspektiven auf Relativsätze einnehmen: einmal die Außenperspektive. Die Frage ist hier, wie bezieht sich der Relativsatz auf den zu modifizierenden Ausdruck? Im Deutschen haben wir eine Nachstellung von solchen Relativsätzen und wir haben eine Genus- und Numeruskongruenz über das Relativpronomen. In das Buch, das ihm Paula empfohlen hatte, haben wir ein Relativpronomen das in Genus und Numerus mit dem Nomen kongruiert. In die Bücher, die ihm Paula empfohlen hatte, haben wir das Gleiche. Jetzt ist Numerus eben Plural. Wir haben im Deutschen aber auch eine zweite Strategie, nämlich Partizipialkonstruktionen, die vorangestellt werden, wie Adjektive auch. Ein Beispiel: ein ihm von Paula empfohlenes Buch. Wir haben hier durch en die Partizip-Perfekt-Konstruktion und wie Adjektive allgemein kongruiert dieses Partizip mit dem Nomen hier im Neutrum und im Singular. Und hier habe ich ein Beispiel mit Plural angegeben.
Es gibt auch die Innenperspektive als Alternative gewissermaßen dazu. Da ist die Frage, wie wird die Rolle des zu modifizierenden Ausdrucks im Relativsatz selbst realisiert? Im Deutschen haben wir eine Bewegung des Ausdrucks plus Leerstelle gewissermaßen, das Relativpronomen in das ihm Paula empfohlen hatte, das steht hier für das Objekt und Sie sehen, das Objekt bleibt hier leer. Ja? In der Partizipkonstruktion ein ihm von Paula empfohlenes Buch, ja, da bleibt die Subjektstelle gewissermaßen im Partizip leer. So, wir können also diese Innenperspektive und die Außenperspektive einnehmen und das werden wir jetzt gleich noch weiter verfolgen. Beginnen wir mit der Innenperspektive. Die sprachlogische Aufgabe, die sich bei der Relativsatzbildung stellt, ist, dass man die Position, auf die sich das externe Nomen im Satz selbst bezieht, irgendwie klar machen muss. Also in Peter las das Buch, das ihm Maria empfohlen hatte, haben wir Peter las ein Buch X, das ist die Außenperspektive gewissermaßen, und Maria hatte ihm X empfohlen. Dieses X, die Position von X, das ist die Innenperspektive, die muss irgendwie identifizierbar bleiben und das kann auf verschiedene Weisen geschehen. Also diese Variable X hier, die sich sowohl im Relativsatz auf etwas bezieht, als auch eine Außenwirkung hat. Es gibt hier die Lösungsstrategien, die ich hier angefügt habe, Relativpronomina wie im Deutschen, Subordinatoren, Leerstellen oder resumtive Pronomina, kopfinterne Relativsatzbildungen und korrelative Relativsätze. Wir werden das kurz diskutieren. Es gibt viel Literatur zu Relativsätzen. Ich habe hier diesen Überblickartikel von Avery Andrews angeführt. Wie wird also die Variable im Relativsatz angezeigt? Nun, wir haben die Strategie der Relativpronomina, die das Deutsche verfolgt, etwa in dem Satz auf dem Tisch lag der Roman, den ihm Anna empfohlen hatte. Wir haben hier eine Leerstelle, das direkte Objekt, das wird angezeigt durch das Relativpronomen den, das sich hier an den Anfang des Relativsatzes setzt. Das Relativpronomen gibt dabei den Kasus an, Akkusativ, den die Variable innerhalb des Relativsatzes einnimmt. Wenn ich sage, Peter traf den Jungen, dem Paula ein Eis schenken wollte, da haben wir den Kasus Dativ. Das wird von schenken ausgelöst. Die Variable kann nicht beliebig tief im Relativsatz eingebettet sein. Es gibt hier sogenannte syntaktische Inseleffekte. Also ein Beispiel, wo das nicht geht, ist, Peter traf den Jungen, dem Paula vorhatte, ein Eis zu schenken. Ja, das ist zu tief eingebettet in diese Infinitivkonstruktion. Die zweite Strategie, die also ähnlich ist, sind die Subordinatoren. Da wird nur angezeigt, dass der Relativsatz subordiniert wird. Und im Subordinator selbst gibt es diese Kasusinformation, wie die Variable im Relativsatz selbst verortet ist, eben nicht. Ein Beispiel ist das Englische, das hat sowohl Relativpronomina als auch den Subordinator that. In Peter talked to the person whom Mary had introduced to him, das whom deutet Kasus an, aber in Peter talked to the person that Mary had introduced to him, das that zeigt hier keinen Kasus an. Das führt manchmal zu Ambiguitäten. In the model that the artist helped to paint kann das sowohl sein, dass das Model von der Objektstelle hier kommt, ja, der eingebetteten Infinitivkonstruktion, da wird das Modell gemalt gewissermaßen, oder es kann auch von der Subjektsposition kommen. The model that the artist helped to paint. Es gibt also ein Modell, das sich jetzt selbst als Maler, Malerin versucht und dem
der Künstler jetzt unterstützend beigeht. In Partizipialkonstruktionen gibt es auch natürlich keine Relativpronomina. Da ist die Leerstelle immer das Subjekt, also in das ihm von Maria gestern empfohlene Buch ist das ein Partizip perfekt. Das Buch wurde empfohlen von Maria in einen mit dem Hund um die Wette laufenden Menschen. Das ist ein Partizip Präsens. Da ist die Leerstelle ebenfalls das Subjekt. Das ist da, aber dann das Agens. Im Baskischen sind solche Partizipialkonstruktionen flexibler einsetzbar. Da muss die Leerstelle nicht das Subjekt sein. Sehen wir uns das mal ganz kurz an. Also wir haben einen einfachen Satz hier für der Mann hat der Frau das Buch gegeben. Gisunac, emma comeri liberua emandio. Also Gisunac, der Mann ergativ, emma comeri, der Frau das Buch liberua gegeben und das Auxiliar. Jetzt kann ich daraus einen Relativsatz konstruieren, der Mann, der der Frau das Buch gegeben hat. Sie sehen hier, das Auxiliar hat hier eine Markierung mit dem N, das ist hier eine Partizipmarkierung. Und im Relativsatz selbst bleibt die Stelle für den Mann einfach frei. Ja, das ist dann also eine Relativsatzbildung für den Mann. In Gisunac, emma comeri, emandion, liberua. Da ist das Buch, das Kopfnomen. Und wir lassen in dem Relativsatz selbst, der sonst so aussieht wie der normale Satz gewissermaßen, die Stelle für das Buch frei. Und für die Frau, der Mann das Buch gegeben hat, da ist das Kopfnomen eben Frau, emma comea. Und wir lassen da im Relativsatz selbst die Frau aus, sozusagen. Ja, Sie sehen also eine flexiblere Strategie als bei den Partizipialkonstruktionen im Deutschen. Eine weitere Möglichkeit, die Variable anzuzeigen, ist durch ein Pronomen. Das tritt zum Beispiel im Persischen auf. Ich habe hier einen persischen Subjekt-Relativsatz, wo das noch nicht auftritt, also als Folie, um das andere zu illustrieren. Für der Mann, der groß war, tötete das Hühnchen, habe ich Mann i, das ist eine anaphorische Markierung hier. Ke, das ist die Relativsatzsubordination. Groß ist, also groß war. Hier kann das Subjekt nicht durch ein Pronomen aufgegriffen werden, genauso wenig wie man im Deutschen sagen kann, der Mann, der eher groß war. Wenn wir aber ein direktes Objekt haben, dann ist das möglich, das ist fakultativ möglich. Also in Hassan kennt den Mann, den die Frau geschlagen hat, haben wir hier Mann, Mart wieder mit diesem anaphorischen I und dann der Akkusativmarkierung und dann kommt der Relativsatz. Ke, der Subordinator, san für Frau, dann kommt hier ura, also das ist hier möglich, dass man das Objekt, also ihn, mit der Akkusativmarkierung hier aufgreift und dann das Verb für geschlagen. Und bei indirekten oder obliquen Objekten ist das nötig, dass man die Variable aufgreift durch so ein Pronomen, also in ich kenne die Frau, der Hassan die Kartoffeln gegeben hat, also indirektes Objekt, da muss die Frau aufgegriffen werden. Das zeigt das hier an. Man kann also BU zu ihr nicht weglassen. Wörtlich ist das also dann die Frau, der Hassan ihr die Kartoffeln
der Hassan ihr die Kartoffeln gegeben hat. Eine weitere Strategie sind die kopfinternen Relativsätze, wo also im Relativsatz selbst der Kopf steht, der Kopf, das Nomen gewissermaßen, das modifiziert wird. Ein Beispiel aus dem Bambara, einer Mande-Sprache, Niger-Kongo, ist das folgende. Ich habe hier den Satz, der Mann baut das Haus, das ich sah. Ja. Der Mann Präteritum baute, das ist sozusagen der Hauptsatz. Und jetzt kommt hier das Objekt. Hier steht aber gar nicht das Nomen Haus extern, sondern eben nur intern. Dieser Satz lautet, erstes Singular, also ich Präteritum Haus, Relativmarkierung, das ist dieses Min und dann sa. Die Relativmarkierung steht nach dem Nomen, das als Kopf des Relativsatzes gilt. Ja, dieser Kopf kommt aber außerhalb des Relativsatzes gar nicht vor, deswegen eben kopfinterner Relativsatz. Im Tibetanischen haben wir so einen ähnlichen Fall, außer dass da der Kopf außerhalb des Relativsatzes durch ein Pronomen aufgegriffen wird. Also hierfür das Buch, das Pem trug, ist meines. Der Relativsatz ist Pem Ergativ, Buch, Absolutiv, das ist der Kopf, trug, also Pem trug das Buch. Und dann kommt hier draußen, also außerhalb des Relativsatzes, das Aufgreifen durch das Pronomen. Das ist hier te. Im Diguenyo, einer Hokan-Sprache in den USA, haben wir gar keine Anzeige des Kopfes, das heißt weder intern noch extern durch ein Pronomen. Wir haben hier zum Beispiel den Satz, der Hund, den ich mit dem Stein geschlagen habe, war schwarz. Das ist allerdings ambig. Das kann auch heißen, der Stein, mit dem ich den Hund geschlagen habe, war schwarz. Das heißt, hier haben wir eine Mehrdeutigkeit vorliegen. Schauen wir uns den Satz näher an. Also hier ist der Relativsatz, der sagt Hund Akkusativ, Stein mit, ich geschlagen. Ja, ich ihn geschlagen. Und dann kommt hier das Prädikat des Hauptsatzes, war schwarz. Ja, und hier bleibt es unklar, ob der Hund gemeint ist oder der Stein. Das heißt, hier wird nicht wirklich ausgedrückt, wo die Variable sitzt. Das bleibt hier ambig. Die nächste seltene Strategie sind korrelative Relativsätze. Da ist der Relativsatz gar nicht im Hauptsatz untergeordnet, sondern nebengeordnet, also parataktisch. Ein Beispiel ist das Dyari, eine australische Sprache. Ich habe hier den Satz, I'll talk to the woman who is crying. Also erste Person Singular, Ngani, dann Frau zu, also zu der Frau. Ich werde sprechen, das ist hier sprechen im Futur, dann ein Auxiliar im Präsens, das ist eine Futurform hier. Und dann kommt der Relativsatz nebengeordnet, weinen, Jinda und Nani, das deutet an, es ist ein Relativsatz mit einem different subject, das heißt, das Subjekt des Relativsatzes ist verschieden von dem Subjekt des Hauptsatzes. Und dann gibt es Sprachen, wo echte Relativsätze fehlen, wo also auch diese Relativmarkierung, die wir im Diyari haben, mit dieser Form Nani fehlt. Ein Beispiel ist das Walpiri, ebenfalls eine australische Sprache. Ich habe hier den Satz, ich Ergativ, Auxiliar. Sie erinnern sich, Walpiri hat diese Zweitposition für Auxiliare. Emu im Absolutiv, Speer, der also mit dem Speer jagen. Und hier kommt eine Konjunktion mit dem Auxiliar wieder in der Zweitposition des zweiten Satzes. Wasser trank. Ja, das kann bedeuten, ich sperrte das Emu, das Wasser trank.
ja, also relativ. Oder ich sperrte das Emo, als es Wasser trank. Es gibt hier offensichtlich diese beiden Lesarten, die hier parataktisch ausgedrückt werden. Wenn wir uns die Stellung von Relativsätzen anschauen, dann sind sie hier auf dieser Walzkarte, dass die große Mehrheit von Relativsätzen nachgestellt ist. Das sind die hier rot markierten, das heißt Nomen gefolgt vom Relativsatz. Diese Tendenz ist also ziemlich klar. Das liegt daran, dass komplexe Sätze, komplexe Konstituente eher nachgestellt werden, weil sie da leichter verarbeitbar sind. Die Voranstellung, also das sind die hier blau markierten Sprachen, die kommen in OV-Sprachen vor, wo also das Objekt vor dem Verb steht und wo wir Postpositionen haben etwa. Ja, das sind die hier blau markierten. Aber auch in OV-Sprachen wie dem Persischen etwa wird der Relativsatz typischerweise nachgestellt. Sie sehen hier auch, dass Korrelativsätze, wie wir sie eben hatten, selten sind, also Westafrika etwa. Dass es noch einige weitere Typen gibt. Es gibt insbesondere auch gemischte Typen. Das Deutsche hätte eigentlich als gemischter Typ gewertet werden müssen, weil wir ja auch Partizipialkonstruktionen haben, die vorangestellt werden. Und dieser Überblick hier von Comrie und Kuteva zeigt an, welche Strategien bei Subjektsrelativsätzen verfolgt werden. Dies ist insbesondere deswegen interessant, weil hier deutlich wird, dass Relativpronomina ein europäisches, areales Phänomen sind. Sie sehen, das findet man vor allem in den Sprachen Europas, nur selten in anderen Sprachen. Sehr häufig finden wir einfach nur ein Gap, eine Auslassung, ja, also keine eigene Markierung durch ein pronominales Element. Das ist letztlich nur die Subordination. Pronoun Retention, das sind resumptive Pronomina, die treten bei Subjektsrelativsätzen nur sehr selten auf, bei Objekts- oder indirekten Objektrelativsätzen und so weiter durchaus häufiger. Wir haben das Persische da etwa gesehen, dass bei Subjektrelativsätzen eben keine resumptiven Pronomina aufweist. Die Non-Reduction-Fälle hier, das sind die kopfinternen Relativsätze. Die syntaktische Position der Variablen im Relativsatz kann beschränkt sein, zum Beispiel nur auf Subjekte und direkte Objekte, auf Subjekte, direkte und indirekte Objekte und so weiter. Es gibt hier eine Hierarchie, die in diesem Artikel von Keenan und Comrie erstmals dargelegt worden ist. Im Deutschen sind Relativsätze, echte Relativsätze, ziemlich unbeschränkt, aber Partizipialkonstruktionen sind auf das Subjekt beschränkt. Also wir haben hier etwa der dem Kind ein Bild zeigende Mann. Das ist das Subjekt, das hier relativisiert wird, gewissermaßen der Mann. Das ist ein Partizip Präsens. Beim Partizip Perfekt in das von dem Mann dem Kind gezeigte Bild ist es das Objekt, also das Patiens, das da zum Subjekt gemacht wird durch diese passivische Konstruktion. Wenn man in solchen Sprachen, die beschränkte Relativsatzbildungen haben, einen Relativsatz bilden will, dann muss man das Argument durch Diathesen dahin bringen, dass es relativisiert werden kann. Ein Beispiel hier ist das Madagassische, das nur Relativsätze von der Subjektsposition erlaubt. Da muss man, wenn man sowas sagen will, wie der Reis, den die Frau für die Kinder kaufte, zunächst mal den Reis intern in die Subjektsposition bringen, und das geschieht durch eine Passivdiathese. Das will ich kurz erläutern. Madagassisch ist so ähnlich wie Tagalog in der Art und Weise der Markierung der semantischen Rollen.
Also hier für den einfachen Satz, die Frau kaufte den Reis für die Kinder, haben wir kaufte den Reis für die Kinder die Frau. Ja, also Verb-Erststellung, das Subjekt steht am Ende in dieser Sprache. Ich kann das jetzt passivieren und sagen, der Reis wurde für die Kinder von der Frau gekauft durch die Passivmarkierung hier am Verb. Und dann wird der Reis zum Subjekt, steht also am Ende des Satzes. Und jetzt kann ich da einen Relativsatz draus bilden. Also hierfür der Reis, der von der Frau für die Kinder gekauft wurde. Der Reis, ni wari. Ja, dann kommt hier die Relativsatzmarkierung isai und dann kommt der Satz, den ich eben hatte, außer dass der Reis hier nicht vorkommt. Ja? Ich kann das auch übersetzen als der Reis, den die Frau für die Kinder kaufte. Im Luganda, einer Bantu-Sprache, kann man Subjekte und Objekte, direkte Objekte, relativisieren. Wenn man jetzt ein indirektes Objekt relativisieren will, kann man es mit der Applikativdiathese, sie ändern sich, zum direkten Objekt machen und dann daraus relativisieren. Das ist hier bei diesem Satz geschehen. Das Messer, mit dem John das Hühnchen tötete, also das ist hier ein Instrument und ich kann das Instrument durch die Applikativdiathese hier zum direkten Objekt machen und dann kann ich eben hier einen Relativsatz daraus bilden. Ja. So, auf diese Weise kann ich eben ebenfalls aus einem Ausdruck, der selbst noch nicht relativisiert werden kann, zu einem relativisierbaren Ausdruck machen, indem ich ihn zum direkten Objekt in dem Fall erhebe. So viel zu Relativsätzen. Ich will jetzt abschließend kurz auf die Koordination eingehen. Nur ganz kurz, es gibt hier einen Überblicksartikel zur vertiefenden Lektüre und ich will mich auf die DP Koordination, die nominale Koordination hier beschränken. Man kann auch Sätze oder VPs oder andere Ausdrücke koordinieren. Im Deutschen geschieht das mit denselben Koordinatoren und oder, die sind hier flexibel. Im Deutschen haben wir bei der nominalen Koordination zum einen die Konstruktion wie in Anna und Bernd. Das ist die A-Koordination B-Konstruktion. Das und bildet mit dem Bernd eine Phrase. Ich kann auch sagen, Anna hat die Prüfung bestanden und Bernd. Es gibt eine zweite Art der Koordination, wie in sowohl Anna als auch Bernd hat oder haben, man kann ja beides wählen, die Prüfung bestanden. Das ist die Co-A-Co-B-Konstruktion. Wenn wir uns andere Sprachen anschauen, im Lateinischen haben wir etwa die A-B-Co-Konstruktion, wie in Senatus, Populus, Quae, Senat und Volk. Ja, das Quae deutet hier Koordination an. Im Tibetischen haben wir die A-Co-B-Konstruktion, wie in diesem Satz hier. Der bedeutet, der Lama zähmte die Dämonen und die Geister, also Dämonen und Geister, das ist hier die koordinierte Phrase. Das ist hier Gex, Dang, die Dämonen und dann Dre, die Geister. Ja. Es gibt Sprachen, die keinen Unterschied machen in dem Ausdruck von kommutativen und Koordinationen. Also Kommutative, das deutet an, dass etwas mit etwas anderem gemacht wird, mit jemandem anderen getan wird. Das ist im Deutschen eben mit. Das können wir auch im Deutschen machen, wie in Maria und Hans haben einen Schneemann gebaut. Koordination und
Maria hat mit Hans einen Schneemann gebaut. Das ist dann Singular hier. Also Maria ist hier die Hauptperson und Hans ist gewissermaßen etwas abgesenkt in der Bedeutung sozusagen. Er ist nur ein Mitspieler. Und es gibt nun Sprachen, die zwischen und mit keinen Unterschied machen. Zum Beispiel das Samoanische. Ich habe hier den Satz, well, Sina went there with a white fan. Go Alu zur Sina. Nein, Sina ist dorthin gegangen. Mit, also Ma ist hier die Kommutativmarkierung, ja, Artikel weißer Fächer mit dem weißen Fächer. Wenn ich sagen will, Sina und Tigelau sind gegangen, verwende ich dieselbe Koordination, dieselbe Markierung Ma, Sina, Ma, Tigelau. Hier konkurriert das Verb allerdings im Plural, das zeigt an, dass das als eine echte Koordination verstanden wird. Und hier ein Überblick von Stassen über Sprachen, die und verschieden von mit ausdrücken. Das ist sehr rot markiert. Das Deutsche gehört natürlich dazu. Das ist in europäischen Sprachen ganz allgemein der Fall. Und Sprachen hier gelb markiert, die denselben Ausdruck für und für den Kommutativmarkierer mit verwenden. Sie sehen, das sind auch ziemlich viele. Sie treten vor allem in Sprachen Afrikas auf, aber auch in anderen Weltgegenden. Und damit kommen wir zu einer Zusammenfassung dieses Themas Nebensätze. Wir haben uns verschiedene Arten von Nebensätzen angeschaut, haben die unterteilt in Argumentsätze oder Komplementsätze, in Adverbialsätze und Relativsätze. Das waren also jeweils Adjunktsätze für verbale oder sentenziale auf der einen Seite und für nominale auf der anderen Seite. Bei den Komplementsätzen haben wir gesehen, dass es da finite und nicht finite Formen gibt, dass man einiges über Komplementierer sagen kann, dass da unterschiedliche Arten von Komplementierern je nach Realitätsstatus, Faktivitätsstatus zum Beispiel, dieses Argumentsatz gewählt werden. Und wir haben uns die einbettenden Prädikate angeschaut, die Komplementsätze erlauben. Bei den Adjunktsätzen haben wir eine hohe Vielzahl von unterschiedlichen Typen gesehen. Wir haben aber gesehen, dass man typologisch etwas aussagen kann, wenn man sich anschaut, ob wir dasselbe Verb im Adjunktsatz haben, wie wir es auch im Hauptsatz hätten. Das sind dann die Balanced-Sprachen oder ob es sich um andere, etwa eher finite, infinite Verben handelt. Das sind dann die Non-Balanced-Sprachen. Bei den Relativsätzen haben wir verschiedene Strategien uns angeschaut: Relativpronomina, Subordinationen oder auch kopfinterne Relativsätze und korrelative Relativsätze. Und wir haben uns die Akzessibilitätshierarchie von Comrie und Keenan näher angeschaut. Und zum Schluss haben wir einen ganz kurzen Blick auf die Koordination geworfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.